Hey Leute, guckt mal, ich bin einfach der übelste Bad Boy. Ich zünde eine Kerze an. Eine Geburtstagskerze, obwohl ich nicht mal Geburtstag habe. Hehehe. Hehehe. Und damit erstmal herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Ich glaube, ich versenke mir meine Barthärchen und mein Mikro. Hi, Leute, ich habe keine Kosten und keine Mühen gescheut, vor allem keine Kosten, um für diese Folge 50 silberne Bücher zusammenzukratzen, die ich durch Schokofroschkarten zusammengekriegt habe und weil ich Schriftrollen eingetauscht habe, und zwar 100 Stück. Dadurch habe ich 5 silberne Bücher bekommen und dann nochmal 3 silberne Bücher durch das Schokofroschkarten-Event. Jetzt bin ich bei insgesamt 50 und wenn ich mich nicht ganz vertan habe, müsste das jetzt insgesamt ausreichend sein, um mir den Leukrotter zu kaufen. Deswegen, wollte ich das direkt am Anfang der Folge mit euch machen, damit wir natürlich auch dort die nächste Aufgabe weitermachen können, weil sonst hätten wir halt einfach keine Nebenaufgaben mehr. Wir haben nur noch die Hauptstory-Aufgaben, aber keine Nebenaufgaben. Gab's das schon mal? Ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal zum nebligen Moor. Let's go. So, da sind wir nun, Leute. Also, drückt mir die Daumen. Bitte, bitte, bitte. 35, 50, ja, ich kann ihn mir holen, Leute. Adoptieren und ja, jetzt kann der natürlich auch einen Namen bekommen. Also, falls kreative Ideen dabei sind, gerne raus damit. Und ja, hallo, du kleines, süßes Leukrotter. Ja, dann wollen wir als allererstes mal Bindung aufbauen. Ne, damit, oh Gott, ich glaube, der mag mich nicht. Der hat eine ziemlich große Klappe, muss man sagen. Und dann kriegt er nochmal ein bisschen Futter von mir. Ne, ist ja auch immer wichtig. So, guck mal, da hast du ein bisschen Lecker. Sicher, dass der nicht mit dem Staubsauger verwandt ist? Naja, gut, damit haben wir das jetzt geschafft und eigentlich müssten wir ja jetzt die nächste Aufgabe anfangen können, oder? Ja, können wir. Kesselbrands Leukrotter besuchen. Ich bin im verbotenen Wald, kommen Sie vorbei und lernen Sie den neuen Leukrotter erkennen. Barnaby, seit wann siehst du mich, was? Hä? Aber naja, okay, wollen wir das mal machen, Leute. Ab zu Barnaby, beziehungsweise zu Kesselbrand in den verbotenen Wald. Let's go. Ach so, das ist gar nicht der verbotene Wald, das ist hier der zauberhafte Märchenwald. Der Disney-zauberhafte Märchenwald. Hallo, Barnaby! Hey, Barnaby, wie ich sehe, hast du das Leukrotter, das Professor Kesselbrand mitgebracht hat, schon kennengelernt? Wenn er das ist, dann... ja, Daniel. Aber ich muss zugeben, dass dieses Exemplar ziemlich übel gelaunt zu sein scheint. Weißt du zufällig, woran das liegt? Es braucht Zahnpflege? Ich bin noch nicht überzeugt. Ja, es braucht Zahnpflege und Barnaby, du solltest das machen mal eben. Bitte, bitte. Ja, das weiß ich, Barnaby. Professor Kesselbrand glaubt, dass das Leukrotter etwas Zahnpflege braucht. Wenn ihm seine Zähne wehtun, dann erklärt das vielleicht auch, warum es nichts frisst. Mit leerem Bauch wäre jeder mies gelaunt. Ich bin jedenfalls schnell gereizt, wenn ich nicht meine 5 Mahlzeiten pro Tag bekomme. Bist du ein Hobbit? So oft isst du, Barnaby? Solche Muskeln bekommt man nur, wenn man sie gut füttert, Daniel. Außerdem gebe ich meinem Magen nur, was er verlangt. Essen. Professor Kesselbrand möchte, dass ich dem Leukrotter Gesellschaft leiste und ihn besser kennenlerne, bis Hagrid zurückkommt. Der Professor hofft, dass Hagrid das Geschöpf dazu bringen kann, sein Maul zu öffnen, damit er seine Zähne putzen kann. Es wäre ein Jammer, wenn dieses arme Leukrotter leiden müsste, bis Hagrid nach Hause kommt. Da hast du recht. Wenn er im Eberkopf ist, weiß niemand, wie lange er dort bleibt und vor allem welchen Geisteszustand er hat, wenn er zurückkommt. Hagrid liebt dieses Wirtshaus und die dort angebotenen Getränke. Es wäre nicht so schlecht, wenn wir das Leukrotter möglichst schnell aufheitern könnten. Wenn wir das Leukrotter besser kennenlernen, finden wir vielleicht heraus, ob das Problem wirklich seine Zähne sind oder etwas anderes. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Lass uns das Leukrotter besser kennenlernen und dabei hoffentlich nicht gefressen werden. Und 3 Stunden Ahoi. Ja, Leute, ob wir gefressen werden oder nicht, werden wir dann jetzt innerhalb der nächsten Minuten erfahren. Ihr allerdings jetzt schon direkt in den nächsten Sekunden, weil ich das Ganze natürlich wieder überspringen werde. Deswegen, bis gleich. So, dann nochmal davon abbringen und wir haben es geschafft, Leute. Und ich bin übrigens noch nicht tot. Einsammeln. Ich muss sagen, Barnaby,
Du bist ziemlich dumm. Und du scheinst recht damit gehabt zu haben, dass dem Leukrotter unsere Gesellschaft nichts ausmacht. Oder meine Gesellschaft. Nun, er lässt uns in seine Nähe, aber es hat sein Maul noch nicht für uns geöffnet. Ich putze meine Zähne auch nicht gerne, Mr. Leukrotter. Darum kann ich verstehen, warum du dich davon drücken willst. Was? Was? Ah, das ist ein Bug. Ich dachte gerade, der Leukrotter kann reden. Och, komm schon, Hogwarts Mystery. Du bist einfach so scheiße los. Das gibt es doch gar nicht. Ich dachte gerade kurz, hä, seit wann können die denn menschliche Sprache? Aber das ist einfach der gleiche Satz, den Barnaby gerade gesagt hat. Oder war das doch kein Bug? Hä? Ich hätte Hogwarts Mystery zugetraut, dass das ein Bug war. Meine Güte, das Leukrotter kann sprechen, genau wie wir. Es hört sich sogar genau an, wie wir. Ist das gerade wirklich passiert oder war das wieder ein Bug vom Spiel? Ist das gerade wirklich passiert? Allerdings, Mr. Leukrotter, du hast gerade gesprochen. Er spricht nur das nach, was wir sagen, Barnaby. Professor Kesselbrand hat erwähnt, dass Leukrotters magische Fähigkeiten haben. Das scheint eine davon zu sein. Ich finde das ziemlich genial. Er offenbar auch. Sieh nur, es hat sein Maul für uns geöffnet. Vielleicht sollten wir versuchen, da mal reinzugucken und den Kopf reinzustecken. Ja, mach das mal, Barnaby. Komm, trau dich, komm schon. Ja, ja, und weg. Ja, ein Arm weniger. Wow. Sieht nicht aus, als würde es in unser... Was? Als würde es uns in die Nähe seiner Zähne lassen. Aber sie haben ziemlich schmutzig ausgesehen, wie meine. Vielleicht sollte uns das Leukrotter zeigen, dass seine Zähne wirklich geputzt werden müssen. Genau wie du und Professor Kesselbrand es vermutet habt. Vielleicht mag er es einfach nicht, wenn jemand in sein Maul greift. Kann ich auch absolut nachvollziehen. So ohne Desinfektionsmittel. Wie sollten wir seine Zähne sonst putzen? Wenn ich eine Antwort brauche, dann weiß ich normalerweise, wo ich Ideen finden kann. Nicht in der Bibliothek. Nein! Ich werde in die Bibliothek gehen und Nachforschungen anstellen. Oder wir kaufen einfach Pedigree Dentasticks für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch, nur solange der Vorrat reicht. Guter Plan, Daniel. Ich bleibe hier und passe auf das Leukrotter auf, bis du wiederkommst. Danke, Barnaby. Mit etwas Glück finde ich heraus, wie wir diesem Leukrotter helfen können. Und dann werden wir vielleicht Freunde. Also nicht wir beide, aber ich und der Leukrotter. Ja, ich liebe es, Tierwesen zu synchronisieren, Leute. Zur Bibliothek gehen. Ich habe die Bücher, die du wolltest. Wir können uns in der Bibliothek treffen. Alles klar. Ja, aber jetzt natürlich noch die Hauptstory, Leute. Diese Aufgabe werden wir jetzt als nächstes weiterhin durchführen. Ich denke mal, dass es schneller gehen wird, den jetzt aufzuleveln, als den Hodak, der uns noch fehlt, aufzuleveln, was wir ja auch noch müssen, weil da muss ich noch 2 Level machen und die letzten Level sind ja immer so ein bisschen langatmiger als die ersten, aber zumindest haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Aussicht auf weitere Nebenaufgaben und da bin ich ehrlich gesagt sehr erleichtert. Ja, aber ja, wie gesagt, machen wir jetzt erstmal hiermit weiter und da muss ich 38 Edelsteine für ausgeben. So, und let's go. Hallo, oh nee, das ist ja eine... Oh, es ist eine Aufgabe mit Mad-Eye Moody. Ich möchte einfach lieber gehen. Hallöchen, jemand hat sich für mich ausgegeben und erledigt meinen Papierkram. Wie schlimm. Oh nein. Hallo, wer sind Sie? All dieser Papierkram. Ich kann es kaum erwarten, wieder im Außendienst zu arbeiten. Ja, nur noch ein paar Formulare, dann habe ich mir Tee und Kekse verdient. Okay, ja, schön. Hallo, Mad-Eye. Hast du auch irgendwas Sinnvolles zu sagen? Okay, hört gut zu, denn ich werde mich nicht wiederholen. Albus und ich sind ziemlich beeindruckt von eurer Arbeit für das Ministerium. Insbesondere bei der Verhandlung vor dem Zauberkamott. Darum werdet ihr drei auch weiterhin verschiedene Karriereoptionen ausprobieren, indem ihr mir bei meiner nächsten Aufgabe helft. Ein echter Aurorenauftrag? Es geht doch nicht schon wieder um verdorbenes Butterbier, oder? Nein, Nymphadora. Es geht nicht um verdorbenes Butterbier. Wir werden schwarze Hexen und Zauberer jagen. Wie aufregend. Darauf habe ich schon ewig gewartet. Ja, ich weiß.
Und jetzt haltet euch bitte professionell und nicht wie aufgeregte kleine Kinder. Okay? Laut feiern, Fassung bewahren, leise jubeln. Nö, ich widersetze mich seiner Autorität. Das ist genial! Ich kann es kaum erwarten, anzufangen! Vielleicht müssen wir uns mit schwarzen Magiern duellieren. Seid still, ihr beide! Nehmt diese Sache gefälligst ernst. Tut mir leid, Mad-Eye. Wir haben uns nur gefreut. Denkt daran, wir haben es hier nicht mit einer Quidditch-Schlägerei zu tun. Bei dieser Sache geht es um Leben oder Tod. Wenn schwarze Hexen oder Zauberer ein abscheuliches Verbrechen begehen, werden wir Auroren gerufen, um das Problem zu lösen. Wir müssen die Übeltäter untersuchen, aufspüren und festnehmen, bevor sie erneut zuschlagen können. Und jetzt hört genau zu, was ich euch sage. Euer Leben könnte davon abhängen. Ja, okay. Dann hören wir mal zu, Leute. Let's go. Ja, beziehungsweise, ich höre jetzt erstmal zu. Ihr nicht. Und, ja, weil ich überspringen werde. Muss ich das eigentlich jedes Mal erwähnen? Kann ich nicht einfach überspringen, ohne das zu kommentieren? Nee. Bis gleich, Leute. So, nochmal eben ein bisschen zuhören, dann nochmal überlegen und dann haben wir diese wundervolle 3-Stunden-Aufgabe hinter uns gebracht. Sehr schön, einsammeln. Denkt daran, niemals voreilige Schlüsse zu ziehen, bevor ihr euch alle Fakten angesehen habt. Manche der Entflohenen sind möglicherweise Mitglieder von Oh Gott, ey. Aber als Auroren folgen wir den Beweisen, egal wo sie uns hinführen. Ja, Mad-Eye. Zuerst eine Party und jetzt ein waschechter Aurorenauftrag. Heute ist der tollste Tag meines Lebens. Ja, sehr gut. Und jetzt wendet euch wieder dem Lernen zu, euer tatsächlichen Aufgaben. Ich werde euch rufen, wenn es losgeht. Bleib bitte noch kurz hier, Daniel. Ich möchte mit dir reden, das habe ich nicht schnell genug gelesen. Es gibt Neuigkeiten. Guck mal, ich kann die Kamera bewegen, während ich lese. Oh, das sieht aus, als wäre gerade ein Erdbeben. Es gibt Neuigkeiten, was einen gewissen Zauberer mit weißem Umhang betrifft. Er hat ein Erdbeben im Zaubereiministerium ausgelöst. Oh mein Gott! Okay, tut mir leid. Wir wollten ihn gerade nach Azkaban verlegen, aber er will zuvor noch mit uns beiden sprechen. Shiratori möchte mit uns sprechen, aber worüber? Gehört das zu unserem neuen Auftrag? Nein, oder zumindest noch nicht. Das sind ältere Angelegenheiten, aber wenn es um geht, kann jeder Hinweis wichtig sein. Was könnte er nur von dir wollen? Mir gefällt die Vorstellung nicht, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Wir sollten ihn anhören, vielleicht ist es gefährlich. Ich will ihm in die Augen schauen. Ja, genau das will ich, Leute. Es macht mir nichts aus, Shiratori ein letztes Mal in die Augen zu sehen, nach allem, was er getan hat. Der sollte Angst haben. Du solltest deine Gelegenheit bekommen, Daniel. Aber sei wachsam. Shiratori ist verzweifelt. Und verzweifelte Menschen neigen zu verzweifelten Taten. Nur eine Handvoll Auroren kennt seinen genauen Aufenthaltsort. Komm, ich werde dir den Weg zeigen. Oh, Leute! Die nächste Aufgabe wird spannend. Mit Shiratori treffen. Ich rufe dich, wenn es an der Zeit ist für dein Treffen mit Shiratori. Alles klar. Ja, ein Blick auf die Aufgabenliste verrät uns. Es ist sogar die Finalaufgabe von Kapitel 33. Von daher würde ich jetzt einfach mal, ja, safe sagen, dass das eine sehr interessante Aufgabe wird. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann seid gerne morgen um 16 Uhr wieder mit am Start, wenn es wieder heißt Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery hier auf meinem Kanal. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. In diesem Sinne, Leute, genießt den Tag, genießt das Restwochenende und bis morgen. Macht's gut, ciao zusammen.